Hallo meine Damen und Herren und herzlich willkommen zum Buch Nehemia. Ja, es ist mein Buch und bitte wundern Sie sich nicht über mein Outfit, ich bin nur handwerklich geschickt. Hauptberuflich bin ich hochrangiger Beamter des persischen Königs. Haben Sie das Video zum Buch Esra gesehen? Na, dann wissen Sie im Prinzip auch, worum es bei mir geht. Die babylonische Gefangenschaft von uns Israeliten ist zu Ende und jetzt ist es schick, dass wir gut ausgebildete Exilanten der zweiten Generation, die eigentlich voll Karriere bei den persischen Königen gemacht haben, zurück nach Israel gehen und sozusagen das Land aufbauen. Das war bei Esra so und der sorgt als Oberpriester spirituell für Ordnung. Naja und jetzt bin ich dran. Für die Literaturfreaks unter euch: Es ist kein Zufall, dass ich hier quatsche, denn das Buch ist aus meiner Ich-Perspektive geschrieben. Crazy, gell? Los geht's in der Festung Susa, wo ich zufällig ein paar Juden über den Weg laufe. Ah, Juden heißen wir übrigens auch erst seit dem Buch Esra. So und wie ist es so in Jerusalem? Ach voll mies, Mann. Da ist noch alles voll kriegszerstört. Die Stadtmauern sind auch so kaputt und ich so. Oh, Oh Mann, ich weiß auch nicht. Normalerweise bin ich gar nicht so emotional, aber da bin ich voll zusammengeklappt und habe so gebetet: Oh Gott, wir haben ja viel falsch gemacht, aber wie wärst du, lässt mich jetzt mal beim König erfolgreich sein? Und das muss Gott wohl gehört haben. Jedenfalls gieß ich dem König so Wein ein. Das war so meine Aufgabe bei Hofe und bin so down. Und er so, ey Mia, was ist denn los? Und ich so, ja, ich muss immer an meine ursprüngliche Vaterheimatstadt denken. Die ist voll verwüstet. Äh, aha. Und was würdest du gerne machen? Bitte schick mich dahin und lasse mich wieder aufbauen. Und er so, von mir aus gerne. Ich habe immer eine Schwäche fürs Aufbauen. Du kriegst sogar Befehle an meine Beamten, dass sie dich supporten und dir Baumaterial liefern. Yes. Und dann bin ich natürlich sofort los nach Jerusalem und habe erstmal ganz heimlich die Fühler ausgestreckt in der Stadt und so geguckt und dann öffentlich, also pass auf Leute, wir bauen die Stadtmauern wieder auf und alle so, ja! Yeah. Natürlich gab es prompt viele Hater, nämlich, ich stelle sie mal vor hier, Sanbalet, den Horoniter, Tobia, den Ammoniterknecht und Geshem, den Araber. Und äh, die so, ach ja, wollt ihr rebellieren und euer eigenes Königreich wieder aufmachen oder wie? Und ich so... Puh. Verpisst euch, wir bauen im Namen des Herrn, ihr Pappnasen. Und dann haben wir voll die Crowdbuilding-Kampagne gestartet. Ja, jede Familie hat so ihr eigenes Stück Stadtmauer gebaut und äh, die Hater dann so, ey, wir können denen das nicht zumachen lassen. Wir müssen angreifen, solange es noch geht. Und ich habe das mitgekriegt und gesagt: Also los, Leute, ab sofort wird bewaffnet gemauert. Eine Hand an der Kelle, eine am Schwert. Und habt keine Angst. Und die so, ja, wir machen das. Wir hatten aber auch, muss man zugeben, ein paar interne Probleme. Wir müssen uns voll verschulden wegen Steuern und so. Und jetzt müssen wir anfangen Angehörige in die Sklaverei verkaufen. Moment mal, jüdische Oberschicht. Jetzt kommen wir gerade aus der babylonischen Sklaverei und unsere Leute sollen schon wieder versklavt werden? Nix da. Wir erlassen uns jetzt untereinander alle die Schulden. Ist das klar? Grummel. Na gut. Ich will nichts mehr hören. Ich verzichte hier als Statthalter schon jahrelang auf mein C3 Gehalt und äh, maure auch noch selber mit. Und die Hater versuchen es natürlich immer weiter. Hier, Nehemia, komm doch mal zu einer wichtigen Besprechung mit uns. Aber ich habe die Falle gerochen. Nee, ich habe keine Zeit. Wir können höchstens zoomen. Ach nee, ist ja noch nicht erfunden. Sie haben sogar Leute von uns gekauft. Äh, kommst du mal bitte in den Tempel? Nee, ich komme nicht in den Tempel. Aber es hat alles nichts gebracht. Wir haben die Mauer gebaut und die Mexikaner, Blödsinn, wir haben selber dafür bezahlt. Jetzt gibt es ein paar eingeschobene Kapitel, eine Liste mit allen Spätaussiedlern aus Babylon. Dann kommt der Esra und liest öffentlich die Tora vor. Ja, ich erkläre nämlich auch so Stück für Stück. Besser wäre es natürlich noch, wenn man Videos mit so kleinen Spielfiguren draus machen könnte. Hm, Müsste ich mal drüber nachdenken. Na, jedenfalls äh, feiern wir jetzt das Laubhüttenfest und halten noch ein riesengroßes Bußgebet. Und jetzt äh, könnt ihr mal alle kommen. Ja, äh, ich verpflichte euch jetzt alle nochmal auf das Gesetz Moses. Okay? Ja, ist okay. Also vor allem, keiner heiratet frei. Also aus anderen Völkern. Und am Sabbat ist Lockdown, ist das klar? Und überhaupt kommen mir keine Fremden in die Gemeinde. So, dann lese ich jetzt noch eine Liste mit allen Einwohnern von Jerusalem und Israel, Priestern und Leviten vor. Ach komm, das kann doch jeder nachlesen. Wir machen jetzt lieber eine Einweihungsparty für die Stadtmauer. Ja, cool! Und das machen sie voll schön, ja? Musikalisch mit Doppelchor, eine Hälfte links rum, eine Hälfte rechts rum, bis sie sich am Tempel treffen. Wow, das macht Spaß! Dann bin ich eine Zeit lang zurück in Babylon und Kaum komme ich zurück, herrschen schon wieder Sodom und Gomorrah. Sag mal, was ist denn hier los? Zimmervermietung im Tempel, Supermärkte am Sabbat offen, Juden heiraten, fremde Frauen, böse, böse, böse. Euch kann man echt keine fünf Minuten alleine lassen. Der liebe Gott muss weinen. Tja, und dann habe ich wieder aufgeräumt, wie ich es Zeit meines Lebens getan habe, nach dem Rechten gesehen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ja, danke auch, äh, Nehemia. Äh, und jetzt würden wir dann doch ganz gern nochmal die Verantwortliche äh, sprechen. Entschuldigung, Gott, ja. Wieso ist hier bei Esra und bei Nehemia ständig Fremdenfeindlichkeit cool? Von wegen, man darf keine Fremden heiraten und sie kommen nicht in die Gemeinde. Also ich bin jetzt auch nicht für jeden Quatsch verantwortlich, den die Leute in der Bibel so machen. Aber du erwartest jetzt nicht, dass wir im 21. Jahrhundert auch so drauf sind, oder? Ich erwarte, dass ihr euch coole Vorbilder raussucht. Und Fremdenfeindlichkeit ist definitiv nicht cool. Na dann ist es ja gut. Und das, liebe Gemeinde, war das Buch Nehemiah. Vielen Dank.